Hallo, Herr Endermann. Bei Ihnen leuchten da übrigens so ein paar Stellen am Körper. Nicht ins Gesicht gucken. Da unten ist da sind die anderen Creeper. Ich will aber keine Schweinchen schlachten. Ich glaube, ich guck mal da drüben. War da ein Zombie oder war das ein Elfenskelett? Das ist ein Elfenskelett, Mistverdammter. Boah, das Meer ist einfach so offen und weit, unglaublich. Hat uns von Tropicraft bis hierher gespült. Na gut, dann muss ich meinen anderen Zombie suchen, um an sein Fleisch zu kommen. Momentan ernähren wir uns einfach nur von verrottetem Gehirn und was auch immer das ist, was die Zombies da eigentlich haben. Das weiß ich gar nicht. Platsch, 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 platsch. Da ist nur ein Creeper gespawnt. Hätten sie nicht ein Zombie sein können, ein blauer Zombie? Vielleicht war es mal ein blauer Zombie, aber dann ist er mutiert. Hi. Ihnen gucken da auch übrigens mehrere Körperinnereien raus. Oh, na toll. Ist mein Schwert kaputt. Großklasse. Oh, sie haben nur eine Axt. Die ist auch sehr wirkungsvoll. Boah, war das knapp. Alter, ich dachte schon, ich schaff's nicht. Ach, unsere Behausung leuchtet so schön im Dunkeln. Ich habe jetzt nichts mehr, um mich zu verteidigen. Na gut, dann geht's nach Hause zurück. Ich hätte ja schon mal Weizen anbauen können. Ich voll intelligentes Lebewesen. Ich bin super schlaui kluki. Wir wollen hier gar nichts Negatives behaupten. Sieht schon komisch aus mit dem großen Panorama-Fenster. Warum ist so viel in meiner Wohnung? Das runter von meinem Grundstück. Wie viel da einfach gespawnt ist. Und meine Bude ist einfach offen. Komplett offen. Boah, hier ist einfach so viel. Komme ich denn jetzt nach Hause? Ohne, dass ich mir jetzt gleich einen Creeper einfange. Da hast du doch noch ein Skelett direkt an meinem Haus vorbeigelaufen. Au, das hat wehgetan. Das war mies. Boah, das war mies. Das war so richtig... Triff mich nicht. Das war mies. Das war so richtig mies von ihnen. Ach, na toll. Muss ich mit der Schaufel verdreschen. Ja, ins Gesicht. Ins Gesicht. Glitschen Sie nicht im Sand. Schämen Sie sich. Was machen Sie denn da? Das ist Treibsand. Boah, ich bin so gut wie tot. Aua. Ich bin tot. Nein. 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 Ich lebe ja noch. Oh nein, nicht mehr lange. Gleich bin ich tot. Komm, gleich ich. Man kann nicht verhungern, oder? Ich glaube, man kann nicht verhungern. Ich bleibe einfach hier. Bis die Sonne aufgeht. Ah, da hat mich noch ein Skelett gesehen. Nein. Nein, 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 nein. Ich hau ab. Nein, 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 nein. Ich bin weg. Ich bin weg. Ja, kommen Sie ruhig, wenn Sie meinen. Kommen Sie doch. Ja, kommen Sie langgelaufen. Stopp ich nicht. Ja, kommen Sie mit. Wie lange die Dinger auf einen einfach getriggert sind, ne? Och, Mann. Ich hab doch so wertvollen Gunpowder dabei. Hier, warten Sie, ich hab da was für Sie. Friss das! Haha, kleines Mini-Hühnchen, los, attackier ihn! Ich meine Sie, los! Los, Killerhühnchen, töte sie! Killerhühnchen, los! Warum macht es denn gar nichts? Jetzt schwimmt das Hühnchen einfach rum. Ist ja schon süß, ne? Sonne! Ach, Gott sei Dank, ein Sonnenaufgang. Und was bringt mir das jetzt, abgesehen davon, dass die Zombies dann verbrennen? Ja, der Skeleton geht ja schließlich ins Wasser. Der ist sehr schlau. Der Creeper auf dem Baum? Na toll. Creeper, die auf Bäumen spawnen. Dann auf mich runterfallen und dann... Hier war gerade eben auch noch irgendwo ein Creeper. Ich weiß das ganz genau. Hallo? 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 Weil ich so mutig bin, gehe ich jetzt hier einfach lang. Ist aber nichts gut. Soll ich in mein Haus dann mal schnell schlüpfen? Was machen wir da mit dem Skelett da drüben? Hier drin ist ja nichts, ne? Gut. Aha, die planscht also da draußen rum. Bitte? Und sie meint, dass sie das machen möchte? Ich pfeife mir jetzt erstmal einen Apfel rein. Nom, 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 nom. Lecker. Gut, dass es keine Apfelallergie in Minecraft gibt. Das würde mir jetzt hier sonst arge Probleme bereiten. Om, nom, 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 nom. Lecker vergammeltes Drecksfleisch. Oh Mann, Mo. Ah ja, habe ich da auch noch jede Menge. Die habe ich dann noch. Ein Holz. Daraus muss ich mir jetzt erstmal dann ein Schwert machen. So, machen wir uns erstmal Stöcke da draus. Hatten wir noch Stöcke? Ich weiß es gar nicht. Halt, suchen wir das. Wir machen uns jetzt erstmal ein Schwert da draus.
Und wo ist das Skelett? Das hüpft da draußen rum. Ja, wir brauchen da noch einen Seitenausgang. Definitiv. Hallo? Monster? Nein? Okay. Och, ja, Sie immer. Sie! Sie! Sie, gehen Sie weg! Gehen Sie! Lassen Sie mich! Ich will nicht mit Ihnen befreundet sein. Eine Feindschaftsanfrage auf Facebook senden. Das können Sie gerne von mir haben. Und seine Gegenstände einfach hier unten fallen lassen. So unordentliches Skelett. Macht nicht mal sauber. Hallo Hühnchen, na, willst du hier wohnen? Ich könnte das Hühnchen einsperren, wenn ich genügend Zaun finde. Dann hätte ich mein eigenes Hühnchen. Nicht, dass er mir aber mein Beet kaputt trampelt. Fände ich nicht so gut. So, das ist, ich hätte da noch Stöcker gehabt, oder? Nee, doch nicht. Siehste doch nicht. Dann machen wir uns jetzt mal so eine ganz schnell, damit wir endlich mal ein Essen kommen hier. 100.000 gefühlten Stunden des Leidens, der Qualen, des Hungerns, des fast Sterbens. Zack. Hallo Hühnchen, steck dein Pfeil, hätte in mein Knie kommen und dann hätte ich das Let's Play beenden müssen. Man stelle sich vor, der hat mich ins Knie getroffen. Kannst du da mal runtergehen? Das wäre voll süß von dir, kleiner Knuffelpuff. Warum mache ich eigentlich so viel? Das bringt doch gar nichts. Das kommt jetzt da, wo die Felder nass sind, hin. So. Da ist ein Feld nass. Noch nasser? Nass? 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 Ich habe ja nicht mehr so viel. Nass? Nass? Hallo, kann sich mal jemand einpinkeln, bitte? Ach, mir zuliebe. Komm, schifft sich doch mal jemand ein hier. Och, dann halt mich. Achso, wie sieht's denn hier mit den Dingern aus? Eigentlich möchte ich das gerne hier so offen lassen und gar nicht so zumachen. Kann das Hühnchen halt rumlaufen, wo es will. Ja, wird ja irgendwann erwachsen, dann wird's So, jetzt müsste ich dringend Steine abbauen gehen und dann Holz holen. Aber erst gehe ich Steine abbauen. Und zwar da drüben bei unserem Steinbruch. Den wir irgendwann in die Landschaft hineinfräsen werden. Aber das ist jetzt halt unser persönlicher Steinbruch. Vorsicht, Sprengung! Bam! Hoffentlich sprengt sie das. War hoffentlich kein Vorunken auf ein böses Omen. Aber ich möchte das ja eigentlich gar nicht so gerne zerstören. Den Teil der Landschaft wirklich nicht. Ich könnte mich reinbuddeln. Das wäre vielleicht ein bisschen schlauer. Ich mach den Sand mal hier weg. Und dann mache ich mir durchaus... Komm, dann machen wir uns durchaus hier einen Minengang runter. Ist zwar nicht der sicherste Minenaufgang und sowas sollte man eigentlich lieber in seinem Haus haben. Aber was soll's? Guck mal, da haben wir schon Gravel. Das können wir dann super gebrauchen. Wir machen dann hier über so eine kleine Überdachung. So ein kleines Bootshaus machen wir hier mit einem Steg. Nicht mit einem Steak, sondern mit einem Steg, wo wir die Boote anlegen können. Dann fahren wir nur noch auf unseren kleinen See und nie wieder aufs Meer, damit nie wieder so was Schreckliches passiert wie bei Tropicraft. Habt ihr das mitbekommen? Den Sturm? Habt ihr den Sturm gesehen in der letzten Folge von Überlebenssimulator? Der heftige Sturm hat uns erfasst. Wir hatten keine Chance mehr. Jetzt wir! Ich und mein imaginärer Freund Günther, der Baum. Ach so. Ja, damals waren schon harte Zeiten. Licht. So komme ich an Steine und vielleicht an eine Mine. Aber nur vielleicht. Ganz vielleicht. Auch nicht. Kohle. Na toll. Davon haben wir ja nicht schon irgendwie zu viel. Nein, Kohle kann man am Anfang immer gebrauchen. Später wird sie etwas lästiger. Aber man sollte es immer mitnehmen. Anliegend an Kohle könnten andere Erzvorkommen liegen. Das ist schon so oft passiert. Das ist so, wie ich ausgerastet bin als Rahmschnitzel in den Höhlen, immer an dem Redstone. Wobei so, neben Redstone ist oft Diamant. Ein bisschen buddeln, dann noch drumherum die Steine wegmachen. Und meistens findet man was. Zumindest ich habe in der Aufnahme was gefunden und dann nie wieder. Das war so peinlich. Danach so, ja, hier, doch nicht. Hier, okay, dann doch nicht. Da verließ mich dann einfach mein Glück. Naja, habe ich halt zwei Diamantvorkommen entdeckt. Tell mir, das ist besser als gar nichts. Hau die Partner. Also die muss ja eh noch wegschlagen dann. Naja, egal. Ich wollte das nicht so eng haben am Kopf. Dann hauen wir halt hier einen Stein. Halt den da holen und dann so. So ist schön. Und jetzt aufpassen, dass es nicht draußen dunkel wird, während wir hier ganz chillig am Buddeln sind. Dann sind wir nämlich da unten gefangen und werden elendlich verhungern. Schon wieder. Ja, ich bin gut im Verhungern. Ich habe da gewisse Skills entwickelt. Achso, das ist ja meine Höhle. Ja, eigentlich müsste das hier auch noch einen rein. Und das da auch. Ach ja, ich habe wieder nicht aufgepasst, wie ich baue. Was ich baue, baut der Baumeister. Füllen wir das halt hier aus. Dann haben wir halt ein bisschen weniger Steine, als ich expected hatte.
Bist du weg da? Das da hinpacken. Du bist brav. So, ist halt ganz ein braver Stein. Du bist ein ganz ein braver. Ja, Mai, bist du ein braver. Wie sieht's aus? Ja, ein Stack voll hätte ich schon gerne. Und eine Höhle finden, fände ich echt, das wäre echt toll. Das wäre richtig klasse. Ich würde mich voll freuen. Die Höhle sicherlich auch. Die ist doch so... Ah, Zuggeräusch. Hier ist bestimmt eine Höhle. Oder eine U-Bahn. Ich mag Züge, Dude. Eisen! Ich fand Eisen super cool, ne? Dann müssen wir noch Schafe finden. Dann können wir uns ein bisschen Wolle angeln. Wenn sich Wolle auch von Schafen angeln kann, wäre lustig. So, das da unten, nee, das ist mir zu dunkel. Ups. Kaputt gemacht, passt. Letzte Fackel unten rein und dann hier hoch. Boing, 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 boing. Hallo Sonne, boing, 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 boing. Ja, wir bauen uns hier so ein kleines Bootshäuschen oben drauf. Das ist dann unser Mineneingang und da kommt das Bootshäuschen drauf und das gefällt mir. Die gefällt mir sehr gut. Warum wachst ihr nie? Wird mal größer, mach Baumski, los geh. Hopp, hopp. Husch, husch, du kleiner Sabling. Ja, okay. Wie sieht's hier aus? Aus wächst, Wahnsinn. Unglaublich. Oh, das können wir übrigens hier auch mal sortieren. Das ist voll unsortiert. Ich kann das nicht ab, wenn das unsortiert. Ich bräuchte auch sowieso eine größere Truhe. Jetzt muss ich mich erstmal darum konzentrieren. Die Monstersachen können alle mal dahin. Die Pumpkins können ruhig alle mal dahin. Hier. Und sofort Ohrwurm von dieser dämlichen Musik. Dup, 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 dup. Ziegelsteine. Dann bitte hier noch mehr Ziegelsteine. Danke. Oh, halt. Halt, 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 halt. Du machst danach sofort eine Reisen. Was? Oh, das war ja lustig. Das zählt also bis zu dem Item, was man hat. Das ist ja cool. Okay, dann geht einem wenigstens nicht verloren, wenn man da irgendwas austauscht. Dann mache ich mir jetzt mal eine kleine Schere. Lass mal das Eisen noch zu Ende bringen und packen das dann da rein. So, wir haben jetzt noch genügend Holz, um uns genügend Werkzeug zu machen. Ich mache mal die Birken komplett weg. Ein einzelnes Birkenstück, wir brauchen sowas. Düb. Ich höre was. Ist das das Hühnchen? Ja, es ist unser Babyhühnchen. Also, zwei Äxte. Dann machen wir drei Spitzhacken. Zwei Schaufeln. Und wir machen ein Schwert. Das reicht dann erstmal. Flint und Steel könnten wir auch machen. Toll. Hallo Hühnchen, tschüss Hühnchen. Gut, jetzt habe ich das. Jetzt kommt das wertvolle Zeug mal da rein. Das hier ist nicht wertvoll. Oh, es wird schon wieder dunkel. Können wir noch Schafe bis dahin finden? Vielleicht immer rennen. Bäh, 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 bäh. Ich dachte, das lockt die vielleicht an. Nicht? Ich finde die Idee gut. Warum lachst du? Oh, das finde ich voll unfair. Bäh. Da hinten ist, Moment, da hinten ist so dunkles Gebiet. Der hat. Oh, Zombies. Das so, da, ich meinte nicht dunkles Gebiet. Ich wollte sagen, da ist so, der Arsch offen. Da ist so Weideland. Da sind gerne mal Schafe. Oder auch nicht. Und das sind Schweine. Schafe! Hallo? Schafis! Kommt ja, kommt ja, Mami. Kommt, kommt, kommt. Na, ihr Süßen, na, ihr Süßen. Hallo. Hi. Danke. Danke. Spinne gehört. Danke. Es reicht erstmal für ein Bett. Ich sollte dann wieder nach Hause. Was? Ich habe ein Schwert und ich werde es benutzen. Habe ich bewiesen in viele Aufnahmen, wo ich gemacht habe, Monster groß, groß, Schaden, Schaden. In Kopf, Körper, Hund, Seele. Ja, ja, ich bin nicht nur so brutal und gemein und fies, dass ich die Viecher töte. Nein, ich zerschrüttere sie seelisch auch noch, indem ich schlimme Lieder singe, während ich Minecraft spiele. Hallo, Schweinchen. So, ich bin jetzt einmal voll durch außenrum um den Wald gelaufen, weil wegen Monsterangst. Ich mach mir jetzt mal mein schönes Bettchen.
Ich habe gar kein Holz mehr, um mein Bettchen zu machen. Sekunde. Sie, Skelett, um sie kümmere ich mich gleich. Erstmal muss ich mich um den Baum hier kümmern. Der guckt schon so traurig, weil ich mich schon so lange nicht um ihn gekümmert habe. Der wollte so gerne gefällt werden. Hi. Hi, Herr Pirat. Au. Na, finden Sie mich, finden Sie mich. Au, au, au. Au, 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 au. Er hat Goldzähne, droppt aber keine. Schade. Ja, lustig. Pack, pack, pack. So. Eichenholz. Wolle. Bett. Hühnchen. Wo schlafe ich denn mal? Mein Haus ist leider ein bisschen winzig. Ich bin direkt hier dran. Oh, Hauptsache Magen. Nom, nom,